Herzlich willkommen hier zurück zu Sniper Elite V2. Wir sind hier zurück und guck mal, wie wir da rüberkommen. Oh. So in dem Fall nicht. Ach, der schießt immer noch auf uns. Wir wüssten woher. Das muss eigentlich gerade vor uns stehen. So wenigstens mal, wo der herkommt. Das ist die letzte Mission, da ist mein Speicher komplett voll. Komplett voll. Da geht nichts mehr. Das braucht so viel Speicher, dieses. Müsste da sein. Was von da oben? Ja, leck. Kommt denn der da hoch? Mein Speicher ist dann komplett... Ja, schon wieder. Das passiert immer einmal, wenn ich sprinten möchte. Ich weiß auch nicht warum. Also ich kann ja gar nicht springen. Also so, wollte gerade sagen, wie springe ich da rüber? Sieht schon geil aus, muss man einfach sagen. Gesehen. Auf mir weiter. Da müssen wir wieder hoch. Auch wenn dieser Part 5 Minuten gehen sollte, wir hören trotzdem auf. Okay, er geht nur 5 Minuten, aber das macht nichts. Ich habe nicht mehr Speicher. Ich kann nicht nochmal was aufnehmen. Nochmal, meistens besteht eine Mission aus zwei Parts und so viel Speicher habe ich einfach nicht. Deshalb gucken wir mal weiter, gucken da noch rein und dann hören wir schon auf. Ein sehr, sehr kurzer Part. Yes! Ich hab's geschafft. Das war schon schwer genug, aber noch schlimmer war, dass nur ein voller Treibstofftank eine Explosion auslösen würde, die stark genug war, um alle Spuren des Tabun zu verbrennen. Mir blieb nur ein kleines Zeitfenster zwischen dem Auftanken und dem Start. Okay, wir sind da. Wollen da hin. Machen wir auf jeden Fall so. Guck mal, wie das so aussieht. Guck ein bisschen rein. Wir haben wieder mal eine Kirche. Oh. Musst du ewig mal so ein bisschen reingucken. Wir müssen das nächste Mal sowieso mal von vorne anfangen. Okay, das sollte funktionieren.
Wenn uns da jetzt keiner in die Quere kommt. Okay, auf die Reichweite bringt das Ganze nichts. Das Ganze schon mal. Ich will jetzt nicht so weit spielen. Wie gesagt, wir müssen beim nächsten Mal sowieso hier von vorne anfangen. Da können wir wenigstens schon mal ein bisschen was erkunden. Wie das Ganze hier so aufgebaut ist. Und wo die überall kommen. Vielleicht, wenn wir bis dahin laufen, haben wir schon Speicherpunkt quasi. Ich muss es einfach spielen. Ich muss es einfach spielen. Wahnsinn, doch. Ah. Gold Rush. Was bringt uns das Ganze jetzt hier oben? Gar nichts, oder wie? Jetzt will es gerade gar nicht mehr. Jetzt sind wir an der falschen Seite raus. Egal. Was war das jetzt? Warum hängt das jetzt so? Mistding. Was für ein System hier. Ziemlich crazy. Gucken wir mal, ob das nicht zu lang geht.
Weil irgendwie mag ich es doch spielen. Wir spielen das jetzt doch. Wir spielen das mal. Wird auch der Speicher komplett voll. Vielleicht bricht es zwischendurch auch nochmal ab. Ah, dann ist halt so, ja. Deine Person, während die Rakete aufgetankt wird. Wir müssen ja was zum Verteidigen haben, können wir nicht umlungern. Ah, schön getroffen. Ist das jetzt die V2-Rakete? Ich hab ja gewusst, dass er ein Scharfschütze ist. Macht ja auch Sinn. Da. So, jetzt müssen wir das schnell durchspielen. Da müsste einer an dem Gewehr sitzen. Alter, im Lauf getroffen. Alter, wie geil. Wo ist denn das Geschütz? Wo ist denn das Geschütz? Wo ist denn das Geschütz? Jetzt kommen die nämlich auch noch von hinten. So viele Tote. Schon krank, wie man als Scharfschütze eigentlich so einen ganzen Stützpunkt hier ausräuchern kann. Von da hinten. Alles drückt mir auch wirklich auf die Ohren gerade. Gar nicht mehr auf. Das ist übrigens eine Kugel mit einer leichten Ballistik. Glaube ich.
Ich sollte drauf schießen, ja? Ist ja abgeflogen. War ein bisschen zu lahm, ne? Ach nee, jetzt muss ich das Ganze nochmal. Darf nicht wahr sein. So, jetzt haben wir es. Da müssen wir drauf schießen. Das BAM! V2-Rakete am Arsch! Wenn es überhaupt ist. Weiß ja nicht, ob es überhaupt ist. Dürfte es eigentlich auch nicht sein, das wäre viel zu schnell. Das ist nicht die einzigste V2, wenn dann. Da steckt noch viel mehr dahinter als diese Rakete. Das kann es nicht gewesen sein. Das kann es einfach nicht gewesen sein. Cool! Meine letzte Chance, Wolf zu erledigen, war auf der Tiergartenlandebahn um 18.45 Uhr. Mir blieb nicht viel Zeit. Wolf zu stoppen, bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Gut, dann war's das. Zum Glück haben wir das gespielt. Das haben wir eigentlich relativ schnell geschafft. Das gucken wir da wie immer noch rein. Dann war's das für diesen Part. Mal gucken, wann ich das nächste aufnehme. Das soll's jetzt erstmal. Das reicht jetzt mal für 2 Monate. Was ich jetzt die letzten 2 Tage aufgenommen habe, das werdet ihr dann sehen. Dann wünsche ich euch noch was, wenn es euch gefallen hat. Liken, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.